Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum 7.2. Wir haben gewechselt in den Steinbock, also in der Mond steht im Steinbock und ja, müssen wir gucken und, ne? Und gucken, was da kommt, wa? Die Rückseite vom Kartendeck hat schon mal verraten, dass es da geht, darum geht, euer Zentrum zu halten, ja? In eurer Kraft zu sein, in eurer Kraft zu bleiben und jeden Zentimeter an euch zu lieben und von diesem Zentrum nicht abzuweichen. Ja, gucken wir rein, ne? Guckt mal, da ist Quan Yin. Die hatten wir ja eigentlich letzten Sonntag schon, ne? Auf die warte ich eigentlich seit letzten Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir Gedenktag von Quan Yin. Auf euch zukommend. Da haben wir es, ne? Guck mal. Auf euch zukommt, ne? Eine Blockade, eine Hürde, ein Hindernis, ein Leid, ja? Dass es loszulassen gilt. Oder etwas, jemand, der neugierig ist. Was ja zu den letzten Tagesbotschaften passen würde, ne, wo wir hatten, dass ihr beobachtet werdet, ja. Was wird beobachtet? Dass ihr anscheinend langsam, ne, was wir hier auf der Rückseite schon hatten, wieder immer mehr in eure Kraft kommt. Wieso, weshalb, warum? Weil ihr euer Zentrum haltet und euch, eure Bedürfnisse, eure Gefühle, eure Wertigkeiten nicht mehr leugnet. Das ist tatsächlich so, ja, sobald man seine Wertigkeit, auch seine Wertigkeiten, ja, nicht mehr leugnet oder sich selbst, das ist dann ja die sogenannte Selbstsabotage, ne, diesen Verrat an den eigenen Wertigkeiten ausführt, ja, wenn man das dann lässt, ne, unterlässt und dazu steht, ja, nicht nur in den geschlossenen vier Wänden, sondern auch nach außen wächst die spirituelle Kraft, ne, wächst das Licht. Aber das wisst ihr ja, habe ich euch ja schon ein paar Mal erklärt. Und Ariadne, ja, das ist ja eine Kombination hier. Ariadne kennt ihr von mir gut, ne? Da habt ihr ja auch das Channeling in der Infobox, ne? Wo es genau um diesen Text geht, ne? Der Weg führt dadurch und nicht dran vorbei, ja? Ich stelle mich Hindernissen, Blockaden und Hürden, ja? Ich stelle mich meinem Seelenweg. Ich komme immer mehr in meine Kraft und Macht, weil ich mein eigenes Zentrum halte und wecke anscheinend dadurch bei irgendjemanden die Neugier auf mich. Durch meine neu gewonnene Kraft und Macht und durch mein Bewusstsein, dass ich ein Problem angehen muss, ja, und das erinnert mich auch, da kommen mir direkt die Bilder wieder hoch, ich weiß aber nicht mehr, welches Mondorakel das war, das letzte war es nicht, das vielleicht das vorletzte, wo wir gesagt haben,
das muss ja das Neumond-Orakel gewesen sein, ne? Weil von Neumond bis Vollmond bauen wir immer auf. Wo wir gesagt haben, ne, wir bauen immer mehr Willensstärke und Durchsetzungsvermögen auf, die sich dann energetisch auf den anderen überträgt, ja? Und der, die das beobachtet und neugierig darauf wird, ja? Wie die Dinge wieder in den Fluss kommen oder von dir auch in den Fluss gebracht werden, ja? Wie du dich nicht mehr davor versteckst, Probleme anzugehen, durch die Erkenntnis, dass das ja sowieso gar keinen Sinn und Zweck hat. Ja, das wird einem dann nur an anderer Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt, in einer größeren Variante serviert. Ja, und mit dieser Erkenntnis, ja, zurück zum Licht gehst und dich dem stellst und dich dem widmest. Und das trifft hier auf Faszination und Neugierde. Die Dinge kommen in den Fluss. Sobald du erkennst, jo, muss ich durch, ne? Geht nicht anders. Und das scheint ja heute der Fall zu sein, ne? Ja, bekommen wir noch eine Zusatzbotschaft dazu. Entschuldige, Quan Jin, ich wollte dich hier nicht verdecken. Du gehörst natürlich mit dazu. Das Lachen kehrt zurück, die Kraft kehrt zurück, durch das Vertreten der eigenen Wertigkeit, durch das Zentrum halten, durch die Erkenntnis, dass es sowieso keinen Weg drumherum gibt. Ja, gerade gefallen, das seid ihr, also ist das hier. Ariadne, der Tatendrang, ne? Es ist der Tatendrang. Und euer Tatendrang, Dinge ins Fließen, Quan Jin, in den Fluss zu bringen, ins Fließen zu bringen. Und anzugehen, das ist das, was Aufmerksamkeit erregt. Es kommt dadurch euer Tatendrang, hier, das ist das Halbmond-Orakel, ne? Wo ich euch lang und breit den Text über die Lichtschranken und die Energiedepots, die für jeden auf dem Seelenweg vorgesehen sind, erklärt habe, weil das ist der Tatendrang und durch den Tatendrang kommt es zu einem Umbruch. Ja? Und guckt euch das an. Auf der Arbeit, ja, in der Berufung. Ihr packt irgendwas an und dadurch geht ihr durch ein Halbmondorakel, geht ihr durch eine Lichtschranke und ein Umbruch. Auf der Arbeit, durch die Arbeit oder durch das eigene Handanlegen. Hier, guckt mal. Ihr kommt in eure Herrschkraft, die Herrscherin, ne? Ihr kommt in eure Kraft, hier. Ne? Ist das Gleiche, was wir hier liegen haben, ja? Und dadurch, hier, wieder, ne? König der Schwerter. Das ist die Übertragung, ja? Dadurch, das ist wie ein Anstoßen halt, ne? Dadurch kommt wer anderes auch in die Planung, in die Umsetzung, in die Strategie. Ja, also heute packt ihr an. Ihr packt ein Hindernis, eine Hürde an, ihr habt verstanden, da führt sowieso kein Weg dran vorbei und ihr macht das jetzt. Ihr macht es, ihr bringt das Ganze in den Fluss und das hat total positive Folgen. Nicht nur, dass ihr einen eigenen Kraftaufschwung dadurch merkt, ne? Hier, das erzähle ich euch in der 9. Minute, heute ist der 7.2., 7 und 2 ist auch 9, das ist ein Geschenk, ne? Das ist ein Geschenk. Dadurch kommt ihr zurück in eure Kraft und Macht. Ja, ihr macht erstmal den Krafteinsatz
und werdet bald ein dementsprechendes Ergebnis sehen. Ne? Ihr werdet das schon fühlen, spüren, ja, weil ihr einfach einen Kraftschub dadurch bekommt. Und wie das mit den Lichtschranken funktioniert, ne, könnt ihr euch ja sonst auch gerne nochmal das Halbmond-Orakel angucken. Aber heute ist nicht der Tag für Couching. Egal, was da euren Weg kreuzt, packt es an. Der ideale Zeitpunkt, ihr Hübschen. Ja. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns. Dann, wenn ihr mögt, nachher nochmal zum Wochenorakel. Ansonsten morgen früh wieder, weil wir bleiben ja noch 3 Tage in der Mondenergie des Steinbocks. Bis dann, so haben.